Herzlich willkommen zurück zur Karriere mit dem FC Wegberg Beek. Ja, wir haben in der letzten Folge einiges an Transfers gemacht und sind jetzt hier vom Spiel gegen Wiedenbrück angekommen. Wir müssen probieren, hier die Liga gut zu beenden. Ich glaube, die Richtung Aufstieg geht jetzt nichts mehr, aber sollten die Liga schon seriös zu Ende machen. Richtung Abstieg, glaube ich, auch nichts mehr. Wobei wir aber jetzt im letzten Spiel gegen Jedelo verloren haben. Also das ist auch sehr, sehr blöd gelaufen. Nichtsdestotrotz sollten wir zusehen, die Mannschaft zu verbessern. Und ich habe schon einige Spieler probiert zu holen, dass wir dann in der nächsten Saison eine schlagfertige Truppe beisammen haben. Wir starten ins Spiel rein. Und ich hoffe, dass wir das Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Wiedenbrück zu Hause erfolgreich gestalten. So, da ist auch der erste Angriff, aber neben das Tor. Und auch Wiedenbrück trifft nicht. So, Kamara, vor damit. Eine Möglichkeit. Und aber da die Glanzparade auf Seiten von Wiedenbrück. Einiges los in der Anfangsphase, mehr Spielanteile für uns. Und Kenan Yildiz macht dann auch den Treffer sehr stark. Fünftes Tor in der Saison. Kamara mit der Vorlage, der auch im letzten Angriff schon beteiligt war. Das sieht gut aus. Und bin froh, dass die Mannschaft da im Vergleich zum letzten Spiel eine Reaktion zeigt. Wobei jetzt aber Wiedenbrück kommt und die kommen weiter. Und machen da den Ausgleichstreffer 1 zu 1. Sehr, sehr bitter. Holen sich da die gelbe Karte ab. Ja, da hat unsere Mannschaft wenig gezeigt. Absolut zu wenig. Bradley Fink scheitert jetzt hier am Tor. Scheinbar sind die Jungs wieder aufgewacht. Morsek holt sich eine gelbe Karte ab. Und es geht weiter. Posten. Jetzt schwimmen wir da auf der einen Seite. Fink auch mit der gelben Karte. Der hat schon im letzten Spiel eine gelbe Karte sich geholt. Auch gucken, dass unsere Spieler nicht ständig verletzt sind oder gesperrt sind. So unnötigen gelben Karten aufgrund von Meckern funktioniert das natürlich nicht so gut. So, was machen wir? Und lang raus für Rocchetti. Da geht's. Trifft Wiedenbrück wieder den Pfosten. Wir können Glück sprechen, dass wir hier noch keinen weiteren Gegentreffer schlucken mussten. Jetzt allerdings haben wir wieder ein paar Momente und kriegen den Ball hier in der Szene nicht über die Linie. Boah, ich muss hier wechseln. Ich muss hier wechseln. Ein bisschen was probieren. Machen wir. Mitchell rein. Bring Pech rein. Machen wir noch. Machen wir noch. Ja, das war's erstmal. Jetzt kommt Wiedenbrück. Und wir gehen in Führung. So, super. Husek mit dem 2 zu 1. Vorlage kurz ihn jetzt. Und wir machen weiter, wir machen weiter. Kriegen den Ball da auch nicht in der Situation so richtig gefährlich aufs Tor. Macht den nächsten Wechsel, auch um ein bisschen Zeit zu sparen. Arifi runter. Der große Angriff von Wiedenbrück. 10 Minuten sind es noch. Können wir noch mal wechseln? Ne, geht nicht mehr. Müssen jetzt das Ergebnis über die Zeit bringen. Hier noch mal mit der kleinen Chance abseits und wir gewinnen 2 zu 1. Nach einer wirklich sehr, sehr schwierigen Partie haben wir hier am Ende das Glück auf unserer Seite.
Gegen den Tabellen-18. Erwartet man eigentlich viel, viel mehr, aber so ist das halt. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Toller Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit des FC Big Back Big verdient das Prädikat ausgezeichnet. 6 Spieler unter 23 weisen in dieser Saison bereits mehr als 20 Spiele auf. Ja, wie gesagt, nachwuchsmäßig läuft's gut. Wir bilden gut aus. Problem ist nur, dass wir auch Spieler brauchen, die dann uns helfen aufzusteigen. Da bin ich jetzt dran zur neuen Saison. Da es hinkriegen, dann hochzugehen. Und da sollen so erfahrene Spieler wie Riemann auch helfen. So ein Spieler wäre schon richtig geil fürs Tor. Komm schon, Junge. Boah, ich gebe hier wirklich alles. Ich gebe hier wirklich alles. Schauen wir mal, ob da was geht. So, nächstes Spiel gegen Aalen. Gegen Aalen. Ambrosius wieder fit, sehr gut. Zeisel fit, da kommen einige Spieler zurück. Aber die wollen wir doch auch mitnehmen. So, was machen wir? Wir machen. Gehen wir ins Spiel rein. So, gegen Aalen auswärts. Die sind auf dem letzten Tabellenplatz. Da muss ein Sieg her. Da muss ein Sieg her. Tekeli ist zur Stelle. Sehr gut. Und da starten wir den Angriff. Aber nur die Latte von Arifi. Auf der anderen Seite. Damit ein paar Möglichkeiten. Jetzt sind wir wieder am Drücker und treffen wieder Yildiz, der jetzt eine sehr, sehr gute Rolle bei uns spielt. Und Bradley Fink kann es nicht sein lassen. Wieder eine unnötige gelbe Diskussion hier mit dem Schiedsrichter. Also von unserem Stürmer kann man auch mal mehr erwarten. Außer meckern und unnötige gelbe Karten sammeln, kommt da nicht viel von ihm. So, jetzt kommt Ahlen auf der anderen Seite. Einige Chancen. Können hier von Glück reden, dass da nichts Gefährliches bei rumgekommen ist. Ahlen macht weiter Druck. Haben hier Glück, dass das am Ende abseits ist. Und ja, haben ja auch jetzt eine Riesenchance und machen dann letztendlich auch das 1:1.
sehr, sehr bitter. Also wir betteln quasi nach Führung jedes Mal aufs Neue auf ein Gegentor und ich glaube, da spielt auch vor allen Dingen die Unerfahrenheit unserer Mannschaft eine Riesenrolle. Das kann ich angehen. So, weiter geht's. Morsek auch mit einer gelben. Und da halten wir lieber fest, gehen da auf Nummer sicher. So, jetzt da das Tor. Und wieder kennen Yildiz. Siebtes Saisontor schon als offensiver Mittelfeldspieler. Und Fink blockt hier ab für den Gegner. Also der ist überhaupt nicht auf der Höhe. Und Yildiz mit dem nächsten Treffer. Wahnsinnslauf gerade. So, wir bringen Pech für Fink. Und wir bringen für Arifi Blanc und für Wenig Mischler. Ich würde auch sagen, Ambrosius kriegt ein bisschen Spielpraxis. Machen wir hier mal ein bisschen Schonungswechsel. Wir führen nur 3-1, aber Noah Pech hier direkt mit dem Treffer sehr gut. Zeigt hier viel, viel mehr als Bradley Fink, dem ich echt enttäuscht bin, die letzten Spiele. Jetzt kommt Aal nochmal mit der Riesenchance und machen das 4 zu 2. Jetzt in der 71. Minute. Aal wechselt hier nochmal. Wechselt nochmal. Wechselt nochmal. Man könnte meinen, dass die hier auf Zeit spielen. Wir sind mittlerweile schon fast in der 80. Minute. Haben hier nochmal eine Chance. Noah Pech scheitert. Wieder von Yildiz freigespielt. Und wer, wenn nicht Yildiz, trifft hier wieder. Neuntes Saisontor bereits. Und die nächste Großchance. Wieder von Yildiz vorbereitet, aber Husek scheitert. Wahnsinnsspiel von Yildiz an der Stelle. Und es ist Schluss. Wir besiegen mit einem deutlichen 5 zu 2 Aalen. Und in der Tabelle bedeutet das, wir verweilen weiterhin auf dem 8. Tabellenplatz, aber können die Position etwas verfestigen. Haben jetzt mittlerweile 6 Punkte Vorsprung auf den 9. Und Richtung Abstieg, wo übrigens Alemannia Aachen mittlerweile steht. Haben wir deutlich Vorsprung. Das wird eine sehr, sehr ruhige Saison. Und auch nach vorne, sind wir mal ehrlich, 10, auch mit 13 Punkte müssen wir aufholen. Und Sportfreunde Lotte ist jetzt nicht dafür bekannt, sehr, sehr viele Spiele zu verlieren. Und Riemann könnte sich doch gern mal entscheiden. Wir bräuchten so einen Spieler wie ihn zur neuen Saison. Yildiz hat es auch in die Mannschaft der Woche geschafft. Sehr gut. Bradley Fink ist frustriert. 418 Minuten ohne Tor. Ist auf jeden Fall bitter. Maldonado kommt zu uns. Schauen wir uns den mal an. Wow! Was ist denn das für ein Spieler? Er hat. Boah! Er hat neun Talentspiele. Gerne und ist auch noch trainingsfleißig und hat hier auch noch harte Freistöße. Groß ist der 1,78, etwas kleinerer Stürmer. Wahnsinnsspieler. Wahnsinnsspieler. Ich meine, er hat erst nur eine Stärke von 40, aber spricht auch schon Deutsch. Katalanisch, Deutsch. Hat auf jeden Fall Nationalspieler von Andorra, das ist klar. Aber schon super. Konrad lehnt Wechsel ab. Innenverteidiger, Niemeyer und Schrammel wechseln. Da müssen wir aufpassen. Ich habe beiden versprochen, Stammspieler zu sein. Nicht, dass die aufeinander dann sauer sind. Wir sollten vielleicht noch mal jetzt eine Alternative für die Innenverteidigung gucken.
Innenverteidigung passt. Ja, dann vielleicht hier Malic. So. Angebot ist das letzte Wort. Schauen wir mal, ob da was geht. Weiter geht's. Ah, den Jugendspieler sollten wir schon versuchen, an uns zu binden, aber wenn er jetzt erst in der B-Jugend ist, dann können wir ihm vielleicht auch erstmal noch mal ein bisschen. Schade. Niemand wechselt auch nicht. Malic lehnt auch Wechsel ab. Okay. Suchen wir weiter einen Innenverteidiger und einen Torwart. Wobei wir Torwart haben wir ja eigentlich auch. Eke Top ist bei Schalke 2. Vielleicht auch ein Kandidat. Den kriegen. Team zweite. So. Das wäre super, wenn der Wolf sich da für uns entscheiden würde, anstatt für Lotte. Ansonsten Torwart wollten wir noch gucken. So, Torwarte, wer wird es? Wir haben hier Flauders, Bahic, Mikkel, Kroll. Macht das so viel Sinn, einen Torwart zu holen? 60, wenn wir hier Kelly haben mit 58, der wird. Mache ich nicht. Der wird auch noch besser werden. Wegen das. Ambrosius holen wir noch mal rein. Ich würde sagen, wir starten. Wollen wir mit Pech starten? Ja, gegen Schalke 2 will ich schon so die stärkste Elf vorne drin haben. Geben wir noch mal eine Chance hier für Bradley Fink. Ansonsten aber wir haben Pech auf jeden Fall. Und da macht Bradley Fink das Tor. Ich war kurz davor, den rauszunehmen, aber irgendwie hat mir das Gefühl gesagt, vielleicht gegen so einen großen Gegner, gegen eine gute Mannschaft, Schalke 2, die ja Zweiter in der Tabellen sind, da braucht man vielleicht diesen qualitativ starken Stürmer. Vielleicht hat er da auch mehr Motivation in dem Spiel. Und da macht er das wichtige 1:0 zu Hause. Und der Knoten ist vielleicht jetzt geplatzt.
Wollte fast nur Pech reintun. Aber da konnte sich der Bradley Fink hier erstmal wieder befreien. Gildis holt sich die gelbe Karte ab. Müsste, glaube ich, im nächsten Spiel dann ausfallen. Leider. So, wichtig, wir führen zur Halbzeit 1-0. Sehr gut. Sehr gut, weiter geht's. Mal passiert hier nichts. Schalke da. Riesenchance. Haben Glück. Hier. Trotzdem jetzt, der sehr gut klärt hat, runter aufgrund der gelben Karte. Das nicht so geheuer im Mittelfeld. Und auch Yildiz mit der gelben Karte können wir mit Bruno Blanc austauschen. Kommt Schalke und Joey Paul Müller auf Keke Top, der dann das 1-1 macht. Ah, Keke Top mit dem nächsten Treffer. Sehr, sehr bitter. Weiß gar nicht, warum der da bei Schalke 2 spielt. Ich habe den immer in meiner Karriere in die erste Mannschaft reingetan. Hat er auch gut genetzt. Oh. Bradley Fink da mit der Latte. Wir bringen für die letzte Minute Noah Pesch und Mischler nochmal für die Offensive. Und hoffen, dass wir jetzt hier nochmal aufs Tor kommen und dann mal einen Treffer machen. Und Pesch macht den Treffer. Sehr stark, Junge. Sehr stark. Auch ein guter Joker, der Noah Pesch. Das Tor. Er hat zuletzt getroffen nach der Einwechslung. Und behalten wir auf jeden Fall weiter im Auge. Und ein wichtiges Unentschieden hier gegen den Tabellen. Mittlerweile Dritten. Davor war es der Zweite. Ja, wir bleiben weiterhin auf dem 8. Tabellenplatz. Das ist irgendwie so unsere Position. Und Schalke war sogar das erfolgreichste Team im Winter. Von daher sehr gut, sehr gut. So. Malic lehnt Wechsel ab, Riemann lehnt Wechsel ab. Mehr mache ich jetzt auch nicht. Wenn die Spieler nicht kommen wollen, kommen sie nicht. Wir haben eine super Jugendarbeit. Wir haben ein paar erfahrene Spieler dazugeholt. Okay, der Wolf wechselt jetzt auch nach Lotte. Soll uns egal sein. Soll uns egal sein. Wir konzentrieren uns voll auf uns. Wir wollen jetzt die Jungs weiter entwickeln. Wir haben ein paar erfahrene Spieler dazu bekommen für die neue Saison. Und ja, da geht der Fokus hin. Sieht jetzt auch nicht mehr so schlecht aus hier. Sehr starkes Mittelfeld. Ja, auf der Außenbahn kriegen wir bald neue Spieler. Wenn die Spieler hier auch alle nochmal einen Schub nach vorne machen, dann wird es richtig spannend. Oh. Na komm, wir gucken uns noch mal die Jugendmannschaft an. Aufstellungsabend. Die Jugend. Der muss natürlich spielen. Der muss auf jeden Fall spielen, muss aufgestellt werden. Vorzugsposition ist dann auch der Stürmer. Mentor kriegt er auch. Arifi. Oh. Er braucht einen anderen Mentor. Was? Oh, wir haben hier sogar noch mit Ameti direkt einen zweiten Stürmer. Das Lustige ist, er kommt aus der Liechtenstein, ne? Also wir haben zwei sehr talentierte Stürmer. Der eine aus Liechtenstein und der andere aus Andorra.
sehr, sehr lustig hier an der Stelle. Wird den vielleicht hier als offensives Mittelfeld umschulen. Der ersten trainieren. Ich. Aus. Hinstellen. Oh, hier eine Frohnatur. Auch nicht so schlecht aus Norwegen, Markus Mowang. 16, 16, 16. Das ist echt hier eine gute Generation an Spielern, die da rauskommen. Der Ermert und Scheider sind auch noch beides zwei Spieler, die auch noch gute Werte haben hier mit 45, 42. Hier geben wir einen anderen raus. Okay. Dann gehen wir rein ins Spiel gegen Wuppertal. So. Oder ich würde sagen, wir machen hier den Break, weil wir sind hier schon auf Minute 27. Ich will die Folgen mal eigentlich auf 20 Minuten machen. Dann schauen wir uns das Spiel im nächsten Part an. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.